Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Witwenrente und wir gehen hier heute ein Beispiel durch, womit du 1:1 auch für dich durchrechnen kannst, wie hoch deine Witwenrente ist. Mein Name ist Flo von Finance Made Simple. Wir kümmern uns hier um alle Themen, die rund ums Thema Geld und Finanzen wichtig sind. Und heute geht es, wie gerade schon gesagt, um das Thema Witwenrente. Wir bekommen auf unseren Social Media Nachrichten oder auf unseren Social Media Kanälen in letzter Zeit sehr viele Nachrichten dazu. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen heute einmal ein allgemeines Beispiel dazu. Und du kannst gleich deine Zahlen zur Hand nehmen und es 1:1 für dich nach- und ausrechnen. Das verspreche ich dir am Ende von diesem Video. Okay, bevor wir da reingehen, einmal ein paar Themen, die wirklich extrem wichtig sind, die wir einfach durchgehen sollten. In den ersten 3 Monaten, also in den ersten, man spricht da sogenannt vom Sterbevierteljahr, bekommst du als Witwer oder als Witwe die volle Rente von dem Verstorbenen. Das für 3 Monate. Dein Einkommen ist dabei völlig egal. Das wird ausgezahlt. Meist macht die Rentenversicherung es so, dass sie pauschal was auszahlt und es kann auch mal sein, dass es ein bisschen zu viel ist und du davon nachher einen Teil wieder zurückzahlen musst. So, dann müssen wir einmal unterscheiden. Es gibt eine große und eine kleine Witwenrente. Es gibt auch noch altes und neues Recht. Das machen wir jetzt in diesem Video nicht, weil heute soll es hier wirklich um die Berechnung gehen. Wir brauchen aber so ein paar Grundlagen, womit ihr wirklich 1:1 das für euch nachvollziehen könnt. Okay, also dann müssen wir wissen, es wird Einkommen angerechnet. Wenn du aktuell noch Arbeitnehmer bist oder wenn du auch Rentner bist, wird dein Einkommen, was du hast, auf die Witwenrente angerechnet. Da gibt es ein paar Freigrenzen. Wir gehen das gleich Step by Step für dich durch oder für ein Beispiel durch, was du dann für dich übertragen kannst. Aber das ist wichtig zu wissen. Du siehst, hier sind schon so ein paar Sachen aufgezählt. Ne? Also Lohngehalt wird angerechnet, Arbeitslosengeld 1 wird angerechnet, Zinsen, also Kapitalerträge werden angerechnet, Miete, Verpachtung, gesetzliche Rente, auch private Renten, Betriebsrenten werden angerechnet, sind jetzt hier gerade nicht mit aufgelistet, aber eigentlich ist es auch fast Blödsinn, hier alles aufzulisten, weil eigentlich wird alles angerechnet. Es gibt so ein paar Sachen wie Arbeitslosengeld 2, also Hartz 4 aktuell noch, das wird zum Beispiel nicht angerechnet und Sozialleistung, sonst aber eigentlich alles. So, was dann interessant ist, dass es einen sogenannten Freibetrag gibt. Dieser Freibetrag, der wird jedes Jahr angepasst. Warum wird er angepasst? Müsst ihr euch erstmal die Zahl 26,4 merken. 26,4 wird nämlich mit dem aktuellen Rentenwert multipliziert. Der ist ja aktuell noch in Westdeutschland etwas höher und daraus ergibt sich zum Beispiel im Jahr 2022, nächstes Jahr sollen die Renten ja wahrscheinlich wieder steigen, dann wird das wieder mehr Freibetrag sein. Ja, ergibt sich in Westdeutschland ein Freibetrag von 450 Euro und in Ostdeutschland von 937 Euro. Der Wert ist gleich extrem wichtig. So, das heißt, wenn du dieses Video nach 2022 siehst, kann es sein, dass du diesen Wert für dich in deiner Berechnung anpassen musst. So, jetzt ist es total wichtig, dass der Teil des Einkommens, der diesen Wert, also den Freibetrag übersteigt, zu 40% angerechnet wird. Ich wiederhole das nochmal. Alles, was von deinem Einkommen zu 40%, also alles, was darüber liegt, beispielsweise 1.000 Euro mehr, wird zu 40% angerechnet. Zu der Berechnung kommen wir gleich. Du hast hier oben schon ein paar Zahlen gesehen, nämlich hier 60%, hier 86%. Was bedeutet das? Es gibt ein sogenanntes pauschalisiertes Netto, also wo dann gesagt wird, okay, du hast zum Beispiel 2.000 Euro brutto heute, dann wird davon 40% abgezogen, also 60%, die letztendlich angerechnet werden. Das wären in dem Fall 1.200 Euro, wo dann gesagt wird, okay, das ist dein Pauschalnetto. Machen wir gleich. Von deiner gesetzlichen Rente, die du vielleicht schon bekommst, gibt es 14%, die frei sind. Das heißt, davon werden nur 86% angerechnet. Habe ich gleich am Ende des Videos noch einen Bonus für dich parat. So, das ist erstmal jetzt so rein zu den Fakten und jetzt kommen wir zur Berechnung. Ich habe hier so ein paar Felder freigelassen, weil da kannst du deine Werte eintragen. Jetzt, wenn du natürlich Zinseinnahmen, Mieteinnahmen und sowas hast, dann wird das natürlich alles ein bisschen komplizierter. Ich bin jetzt hergegangen und habe wirklich gesehen, dass das Ganze leicht und einfach und vor allem auch verständlich bleibt. So, wir gehen in diesem Beispiel davon aus, dass unser Beispiel einen Anspruch auf die große Witwenrente hat. Und jetzt geht es erstmal darum, okay, wie hoch war denn die Rente des Verstorbenen? Ich habe jetzt hier als Beispiel 1.200 Euro genommen. Aber hier trägst du bitte deinen Wert ein, also den Wert, der dein Verstorbener an Rente gehabt hätte. Ja, erster Step. Dann das Einkommen, was aktuell noch da ist, was der Witwer oder die Witwe gerade noch an Einkommen hat. Wir machen ein Beispiel dazu, wir sagen 3.000 Euro, jetzt bei uns in unserem Berechnungsbeispiel. Gehst du beispielsweise gerade arbeiten und hast 2,5 brutto oder so, wichtig, der Bruttowert muss hier eingetragen werden, ja, trägst du den hier ein. So, das sind erstmal so diese grundsätzlichen Sachen.
Jetzt kann es halt sein, wenn du Zinserträge hast, all diese ganzen Geschichten, dass das hier mehr wird. Wir gehen aber, wie gesagt, von einem ganz einfachen Beispiel hier aus. So, der erste Step, den wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen das Brutto bereinigen. Das bedeutet, wir müssen diese 60%, die ich ja hier oben schon mal hatte, wir müssen diese 3.000 Euro Bruttolohn bereinigen. Das bedeutet, 60% davon sind 1.800 Euro. Weil du musst ja auf deinem Bruttolohn Steuern, Sozialabgaben zahlen, all diese ganzen Geschichten. Aber das wird erstmal so pauschal gemacht. Im zweiten Step rechnen wir die Witwenrente aus. Das sind in dem Fall große Witwenrente, 60% von den 1.200. Also wenn du so möchtest, nimmst du den Wert, ich sag mal den ersten Wert, den du eingetragen hast, trägst den hier ein und den zweiten Wert trägst du für dich in deiner Berechnung da ein. Das heißt, wir bekommen eine Witwenrente von 720 Euro raus. Jetzt geht es ja darum, herauszufinden, wie viel wird durch das eigene Einkommen wirklich nachher angerechnet. Bedeutet, wir müssen jetzt erstmal gucken, okay, wir haben unser pauschalisiertes Netto. Das ist ja in dem Fall, sind das die 1.800 Euro. Und jetzt ziehe ich den Freibetrag ab. Erinnert euch, haben wir gerade gemacht, der ändert sich jedes Jahr, wenn die Renten steigen. Wir haben jetzt in diesem Beispiel die 950 Euro und ein paar Cent, haben es ja auch mit ausgerechnet. Das bedeutet, wir ziehen von dem pauschalisierten Netto den Freibetrag ab. So kommen wir auf 849 Euro und 7 Cent. Und jetzt Vorsicht, viele sagen jetzt, okay, jetzt ziehe ich das von meiner Witwenrente ab, ich habe keinen Anspruch. Das ist nicht richtig, weil das relevante Netto, das wird jetzt ausgerechnet. Das relevante Netto bedeutet, das ist der Wert, der wirklich von der Witwenrente abgezogen wird. In unserem Beispiel sind das halt von diesen 849 Euro 40%. Dann kommen wir auf unsere 339 Euro. So, das heißt, wir haben jetzt letztendlich, das wäre dann der letzte Step, also das machst du bitte dann in deinem Wert auch, dein pauschalisiertes Netto hier eintragen, den Freibetrag für dein Jahr, in diesem Jahr 22, abziehen und davon, das ist total wichtig, nimmst du 40%. So, und das ist der Wert, der nachher auf die Witwenrente angerechnet wird. Heißt in unserem Beispiel, 720 Euro minus 339 Euro, kommen wir auf 380 Euro Witwenrente, die der Witwer, die Witwe zu den Einkommen, wie gesagt, das ist pauschalisiert, das kann ja auch ein bisschen mehr sein, noch dazu bekommt. So, ich hoffe, das war komplett verständlich für dich. Ich habe ja gesagt, am Ende gibt es noch einen Bonus. Ich habe hier noch ein Video verlinkt, wo das ein Kollege, ein YouTube-Kollege ausrechnet für Renteneinkommen. Also wenn du gerade Rentner bist, dann schau dir das mal an. Der geht ja auf diese 14% ein. Ich habe ja gerade schon gesagt, 86% von der Rente. Ja, das macht er da in diesem Berechnungsbeispiel. Das verlinke ich dir am Ende des Videos. Und ja, wenn du mehr über das Thema Finanzen und Co. lernen willst, freue ich mich natürlich über ein Abo. Hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Wenn du Fragen dazu hast, schreib es in die Kommentare. Und wenn du beim Kanal dabei bleibst, wie gesagt, freut es mich. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Mach's gut. Ciao, ciao.